Wenn Sally Kamera und Scheinwerfer anwirft, wird ihre Karlsruher Küche zum Filmstudio. Hallo, herzlich willkommen in unserer Tortenwelt. Heute ist Samira wieder dabei und wir werden heute süße Hefeteilchen machen und ich zeige euch jetzt einmal die Zutaten. Sallys Food-Kanal auf YouTube gehört zu den erfolgreichsten in Deutschland. Über 600 Videos hat sie innerhalb der letzten 5 Jahre produziert und fast immer mit dabei Töchterchen Samira. Dann setzen wir das hier. Dann kommt da die Füllung drauf. Das ist jetzt, dankeschön, eine leckere Quarkfüllung. Und da kommt jetzt noch die Nussfüllung mit drauf. Das ist auch die Nussfüllung, die ich in meinem Nusstopf-Video bereits verwendet habe. Die Idee zu ihren Videos stammt aus den USA. Dort gibt es Online-Food-Kanäle schon länger. Dann habe ich gedacht, komm, in Deutschland gibt es das noch nicht. Es haben nur bisher einige Beauty-Bloggerinnen oder Blogger mal Rezepte versucht. Und dann habe ich gedacht, mit meinem Hintergrundwissen aus der Hauswirtschaft kann ich das einfach alles verbinden und kann dann einfach mal auch so ein Rezept online stellen. Sally ist eigentlich gelernte Grundschullehrerin. Irgendwann will sie auch ins Lehramt einsteigen. Doch derzeit dreht sich alles um ihre Tortenwelt. Und dabei hat die Lehrerin besondere Ansprüche. Ich will einfach, so wie im Unterricht eben auch, die Leute ein bisschen weiterbilden. Bei mir geht es nicht nur um die Rezepte, sondern ich sage auch, wo man die Lebensmittel herbekommt, was gerade saisonal oder regional ist. Das Sichten und Schneiden ist für die Küchenkönigin die größte Herausforderung. 2 Videos produziert sie pro Woche. Und mit über 900.000 Abonnenten zählt Sallys Welt inzwischen zu den größten Food-Kanälen im deutschsprachigen Raum. Damit lässt sich Geld verdienen. Ich bin natürlich jedes Mal stolz drauf, was ich geleistet habe. Vor allem auch, weil ich ja kein Cutter bin. Und ich habe mir das alles irgendwie selber aneignen müssen. Das Video schneiden, das Drehen. So fing 2011 alles an. Sally backt einen Nusszopf. Seitdem wächst Sallys Welt stetig. Dennoch bleibt die Backkönigin bescheiden und natürlich. Ich bin Lehrerin, ich bin Waghäuslerin, Mama, Ehefrau, aber ein Star bin ich nicht. Backen ist ihre große Leidenschaft und ihr YouTube-Kanal Sallys Tortenwelt ein Erfolgsrezept. Das Rezept gibt es zum Nachlesen auf sallystortenwelt.de und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.